Frag doch mal die Maus! Das ist Christoph. Heute nicht nur in grünem Sweatshirt, sondern auch in schicker grüner Turnhose. Christoph macht heute Fußballtraining, denn davon hat er keine Ahnung. Das ist Stefan, der hat Ahnung von Fußball. Der ist Fußballprofi. Und er will Christoph die 5 besten Möglichkeiten zeigen, wie man einen Fußball von einem Punkt zum anderen schießen kann. Na dann mal los. So, das ist der eine Punkt. Da soll Christoph stehen. Und das ist der andere. So, jetzt pass mal auf, Christoph. Von hier nach da. Erste Möglichkeit, ganz einfach geradeaus auf dem Boden. Und wieder zurück. Nochmal, das ging ja ein bisschen schnell. Das gucken wir uns jetzt mal ganz langsam an. Der Stefan trifft den Ball genau mit der Innenseite des Fußes in der Mitte. So rollt er ganz geradeaus zu Christoph. Kommt ganz genau an. Die zweite Möglichkeit, Stefan schießt den Ball höher und mit Drall. Das gucken wir uns auch nochmal ganz langsam an. Wieder die Innenseite des Fußes, nur weiter vorne. Innenriss nennen das die Profis. Und diesmal trifft er den Ball links unten. Damit gibt er ihm noch einen Drall mit, das heißt, der Ball dreht sich in der Luft rechts rum. Damit könnte er einen Gegner umspielen. Sieht ganz locker aus. Und sofort kommt Möglichkeit 3. Die geht so. Gucken wir uns mal langsam an. Diesmal nimmt er die Außenseite des Fußes, den Außenriss. Linksrum dreht sich der Ball diesmal. Und weil er ihn unten rechts getroffen hat, fliegt er auch wieder hoch und eine kleine Kurve. Bananenflanke nennt man das, weil der Ball so krumm fliegt. Aber Stefan kennt noch eine Möglichkeit, die Nummer 4. Hoffentlich ein bisschen elegantere als Christoph. Ah, ganz hoch diesmal. Das gucken wir uns auch mal an, wie er das gemacht hat. Mit der Oberseite des Fußes den Ball ganz unten getroffen, also quasi den Fuß unter dem Ball und dann hochschaufeln. Mit dem Spannen, so sagen die Profis dazu. Und dann hoch das Bein. Wenn da jetzt einer zwischen Stefan und Christoph wäre, der käme niemals an den Ball. Wunderbar. Naja, Christoph hat so seine Schwierigkeiten beim Annehmen. Aber was soll denn jetzt die 5. Möglichkeit sein? Das muss ja was ganz Besonderes sein. Andere Richtung. An die Latte über Bande. Ja, so geht's natürlich auch. Klasse. Danke, Stefan, dass du uns das gezeigt hast. Tschüss. Wie viele Spieler möchten mitspielen? Hier kannst du deinen Namen eingeben.
kannst du deinen Namen eingeben. Mittlere Fragen für Fortgeschrittene. Knifflige Fragen. Ich bin gespannt. Mix. Leichte Fragen. Dann mal los. Bei Mix ist von jedem Schwierigkeitsgrad etwas dabei. Ein Spieler. Wie lang soll die Spielstrecke sein? Die goldene Mitte. Damit liegst du immer richtig. Für extra viel Spielspaß. Die kurze Strecke. Ohne Aktionskarten. Mit Aktionskarten. Ohne Minispiele. Okay. Mit Minispielen. Guten Abend und herzlich willkommen zu Frag doch mal die Maus, dem Mausquiz für die ganze Familie. Heute mit einem erstklassigen Team, nämlich Team Maus. Einem winzig kleinen Spielplan, vielen Fragen aus unterschiedlichen Sachgebieten, zusätzlichen Aktionskarten und spannenden Minispielen. Wir starten gleich mit der ersten Runde. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Einmal die Eins. Auswählen. Fremdwörter. Knifflig. Wer oder was ist Troja? Ein Gewürz. Eine ägyptische Göttin. Eine antike Stadt. Ein Nudelgericht. Hast du richtig geraten? Mal sehen. Klasse. Jetzt kannst du punkten. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Einmal die Eins. Auswählen. Themengebiet Sprache. Ein Wie-Wort wird auch Adjektiv genannt. Welches Wort ist ein Wie-Wort? Lieb, Vater, singen, also. Jetzt zeige ich dir die Lösung. Klasse, jetzt kannst du punkten. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Die vier. Gut. Eine neue Karte für dich. Die Richtungswechselkarte. Mit der Richtungswechselkarte änderst du die Laufrichtung auf dem Spielplan. Ganz wichtig, um nochmal an Aktionskarten heranzukommen oder zusätzliche Punkte zu sammeln, bevor du über die Ziellinie rennst. Eine Sortierfrage aus der Biologie. Dicke Fische. Sortiere diese Fischarten nach ihrem Gewicht. Die schwersten zuerst. Los geht's.
Wähl das, was zuerst kommen soll, aus. Jetzt das nächste in der Reihenfolge. Und welches kommt jetzt? Und welches kommt jetzt? Hast du richtig geraten? Mal sehen. Du fängst mit C an. B als nächstes. Danach D. Dann kommt A zuletzt. Nein, das war's leider nicht. Die bringen ganz schön was auf den Teller. Der Lachs 45 Kilogramm, der Hecht 35 Kilogramm, der Kabeljau 25 Kilogramm und die Forelle 5 Kilogramm. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Die drei. Möchtest du ziehen oder eine Richtungswechselkarte einsetzen? Auswählen. Chemiefrage. Die Maus mischt Zuckerwasser, Spülmittel, destilliertes Wasser und Glycerin. Was kommt dabei heraus? Richtig oder nicht? Das erfährst du jetzt. Richtig! Punkte für dich! Ah, Christoph kocht mal wieder. Mal gucken, welches Rezept es diesmal ist. Wasser? Und Zucker? Gut verrühren? Und warm machen, bis der Zucker nicht mehr zu sehen ist. Wird wohl was Süßes diesmal. Und jetzt? Spülmittel und destilliertes Wasser? Bäh! Das schmeckt doch überhaupt nicht. Das ist sogar giftig. Umrühren? Diese seltsame Mischung gießt er jetzt in das warme Zuckerwasser. Und da hinein gießt er nochmal eine ganze Flasche destilliertes Wasser. Was das wohl wird, bestimmt nichts zum Essen. Und ganz zum Schluss gibt er noch einen Schuss Glycerin dazu. Dann bin ich aber mal gespannt. Oh, oben hat sich Schaum gebildet, mit Bläschen drauf. Tatsächlich, das ist Flüssigkeit für Seifenblasen. Seifenblasen sind nicht nur was Schönes, sie sind auch sehr interessant. Christoph wollte mal wissen, wie so eine Seifenblase entsteht und wie sie platzt. Deshalb das Spezial-Seifenblasen-Rezept. Damit ist er in das Spezial-Zeitlupen-Labor gegangen. Dort können sie Sachen, die ganz schnell gehen, so langsam machen, dass man alles gut sehen kann. So, Achtung, Konzentration. 5, 4, 3, 2, 1, los. So sieht es aus, wenn eine Seifenblase geboren wird. Wenn sich die Seifenblase vom Pusterapparat gelöst hat, dann nimmt sie bald die Form einer Kugel an. Warum Kugel? Weil die Kugel die Form ist, mit der möglichst wenig Seifenblasenflüssigkeit möglichst viel Luft umschließen kann. Die Fachleute sagen, das Verhältnis von Oberfläche und Inhalt ist optimal. Die Kugel ist die ideale Form nicht nur für so einen Gasbehälter, auch für die Erde, für den Mond und natürlich für die Seifenblase. Aber auch wenn so eine Seifenblase die ideale Form hat, lebt sie nur kurz. Peng, ist sie weg.
Warum eine Seifenblase platzt, wollte Christoph auch rauskriegen. Dazu hat er einen Strohhalm aufgeschnitten und daraus einen Seifenblasenpuster gebastelt. Wenn man nämlich mit dem eine Seifenblase bläst, kann man die festhalten. Und dann sieht man, wie in der Seifenblase die Seifenflüssigkeit nach unten fließt. Bei so einer flachen Seifenhaut kann man es noch besser sehen. Sogar wie der Seifenfilm immer dünner wird. Solange er noch bunt ist, ist er dick. Aber wenn er schwarz wird, dann ist er so dünn, dass er gleich platzt. Da! Ob man das bei der Seifenblasenkugel auch sehen kann? Mal gucken. Da sind sie wieder. Die bunten Schlieren, die mit der Seifenblasenflüssigkeit nach unten wandern. Wenn die Kugel oben schwarz wird, dann platzt die Blase gleich. Mitten? Jetzt gleich. Achtung. Da. Natürlich platzen Seifenblasen auch aus anderen Gründen. Wenn man reinpiekt zum Beispiel. Christoph taucht die Nadel in die Flüssigkeit, dann macht er eine Blase und nix. Weil an der Nadel Seifenflüssigkeit dran war. Sauber gemacht und jetzt klappt's. Nochmal in Superzeitlupe. Das Ende einer Seifenblase. Jetzt ist Team Maus an der Reihe. Ah, eine 2. Möchtest du ziehen oder eine Richtungswechselkarte einsetzen? Eine neue Karte für dich. Die Richtungswechselkarte. Mit der Team Maus ist im Ziel.